Bisher haben wir uns ja eher auf das Thema Landschaftsfotografie konzentriert. Aber wenn man an Namibia denkt, dann denkt man natürlich vor allem an wilde Tiere. Auf unserem ersten Game Drive werden wir uns heute auf die Suche nach Wüstenelefanten machen. Ob wir die gefunden haben und wie man die am besten fotografiert, das erfahrt ihr in dieser Folge der Color Class Namibia. Wir sind inzwischen weiter Richtung Norden gefahren und im Damaraland angekommen. Hier haben wir unsere Basis im Camp Kipfe aufgeschlagen. Im nahegelegenen Flussbett des Trockenflusses Aberwap hat man gute Chancen, die berühmten Wüstenelefanten zu finden. Nach mehr als einer Stunde Suche haben wir Glück und finden eine Elefantengruppe. Die Tiere in Afrika sind natürlich einer der Punkte, die jeder Fotograf hier auf der Agenda hat. Wildlife-Fotografie, eins der Ziele, warum viele, viele Fotografen hier nach Afrika kommen. Und was ist wichtig beim Thema Wildlife-Fotografie? Eines ist ganz wichtig, sage ich meinen Teilnehmern immer am Beginn jeder Reise: It's not a zoo. Es ist kein Zoo. Was wir sehen, ist unheimlich vom Glück abhängig. Man kann sowas ganz schlecht vorausplanen. Glück und Geduld, das sind die beiden Dinge, die sind unheimlich wichtig für Wildlife-Fotografen. Wenn ihr euch National Geographic-Fotografen anschaut, die sind oftmals tagelang an einem Spot, um ein Bild von einem ganz bestimmten Tier zu bekommen. Den Luxus haben wir meistens nicht, wenn wir auf so einer Rundreise sind. Deswegen will ich euch ein paar Tipps geben, wie ihr an das Thema rangehen könnt, um coole Bilder zu bekommen. Was neben Glück und Geduld noch ganz wichtig ist, Schnelligkeit und Flexibilität. Denn oftmals gibt es nur einen ganz kurzen Moment, wo ein Tier perfekt in Position ist oder wo es überhaupt sichtbar ist. Manche scheue Tiere sind gleich wieder weg, wenn man mit dem Safariwagen sich nähert. Das heißt, ich muss schnell reagieren können. Deswegen habe ich zwei Kameras dabei. Die eine Kamera ist mit dem 2470 bestückt für die Tiere, die ein bisschen näher zu dem Safariwagen kommen. Und dann ein 100-400. Das ist natürlich für alle Tiere, die ein bisschen in der Entfernung sind. Und durch die zwei Bodies muss ich eben keine Objektive wechseln und kann so viel schneller und flexibler reagieren. Ich fotografiere hier mit den Objektiven von Sony und habe die neue 7R 4 dabei. Was ist der Riesenvorteil? Der IRF. Den gibt es nicht nur für Menschen, sondern mit der neuesten Generation der Sony-Kameras auch für Tiere. Und er funktioniert wirklich. Ich habe ihn heute schon ausgiebig getestet. Elefanten, Giraffen, überall hat der IRF perfekt das Auge des Tieres erkannt, was natürlich gerade für Wildlife-Fotografen eine große, große Hilfe ist. Zum Thema Autos nochmal, ihr seid meistens in so offenen Land Rovern unterwegs, der Platz ist wie gesagt begrenzt, deswegen begrenzt euer Equipment und ihr könnt euch da auch nicht groß bewegen. Das heißt, ein Stativ bringt euch relativ wenig, ihr könnt ein Stativ nicht aufbauen, deswegen verwendet kurze Verschlusszeiten. Ich fange meistens ab einer Tausendstel an, langsamer gehe ich nicht, einfach um sicher zu sein, dass die Tiere nicht verwackeln, weil der Wagen bewegt sich, ne? Eure Mitreisenden bewegen sich, dann wackelt das ganze Auto. Ich schaue zu, dass ich auf eine Zweitausendstel komme oder mindestens eine Tausendstel. Lieber mache ich die ISO-Empfindlichkeit ein bisschen hoch, die modernen Kameras rauschen so gut wie gar nicht mehr in den niedrigen ISO-Empfindlichkeiten und von daher lieber die ISO ein bisschen hoch, um auf kurze Zeiten zu kommen. Eins der wichtigsten Dinge normalerweise ist eigentlich das Fotografieren auf Augenhöhe. Das lässt sich meistens in einem Safari-Fahrzeug nicht realisieren, weil ihr nicht aussteigen dürft. Aber wenn ihr könnt, wenn neben euch Platz ist, kauert euch nieder, geht so niedrig wie möglich, um eine möglichst niedrige Position zu bekommen, weil diese einfach auf den Bildern meist schöner ist. Also, ich fasse nochmal zusammen. Geduld, Glück können wir nicht beeinflussen, hoffen, dass wir haben. Vom Equipment her möglichst klein und leicht. Wenn es geht, zwei Bodies mit zwei Zoom-Objektiven, ein 2470 und ein 100-400 oder was Vergleichbares, um eben einen großen Bereich abdecken zu können. Nehmt kurze Verschlusszeiten, Tausendstel oder besser Zweitausendstel aufwärts, lieber mit der ISO-Empfindlichkeit nach oben gehen. Und wenn ihr diese Tipps beherzigt, dann dürfte es ein leichtes sein, auch coole Tiermotive in den Kasten zu bekommen. Und dasselbe versuche ich jetzt auch. Das heißt, wir gehen auf die nächste Safari und ihr seht ein paar Bilder.